Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte allen zu verstehen geben, was der Elektromagnetismus in Bezug auf die Psychokinese ist. Ich selbst schätze diese universalen Existenzen, denn diese basieren auf komplexer Intelligenz. Und sie ist wiederum einer der Schlüssel, um in dem Fall Gegenstände und alles andere Mögliche zu beeinflussen. Wir alle wissen doch, dass 99,9% der Kommentare wie "Ich habe einen Stift bewegt" oder "Ich kann Löffel biegen" unter seriösen Videos fake sind. Diese Behauptungen sind, wie schon dargestellt, in seltenen Fällen echt. Das trifft auf alle diese Aussagen zu. Denn auch diese Aussage wie "Ich kann Psychokinese, aber kann die Richtung des Psirales nicht steuern" ist fake. Denn man kann Psychokinese erst dann, wenn man Elektromagnetismus besitzt, der für jeden erlernbar ist und Gegenstände ersichtlich auf der vollen Seitenlage bewegen kann. Damit sind Umstände wie Psirat und Psivil ausgeschlossen. Wenn jemand behauptet, Bezug auf Psychokinese zu haben, braucht es dazu Beweise. Und diese wiederum müssen ersichtlich sein. Mit ersichtlich meine ich, entweder du kannst Gegenstände bewegen oder nicht. Dazu wiederum braucht es auch allerlei an Ermessungen und Untersuchungen, die ich bereits absolviert habe. Videos dazu findest du unter meinen Playlisten. Es gibt nur eine Bezeichnung für das Bewegen von Gegenständen: Psychokinese. Daher sind zum Beispiel Elektrokinese, Aerokinese oder viele andere nur Namen für das jeweilige Gebiet und keine einzelne Fähigkeit. Denn mit der Psychokinese lässt sich auf alle anderen namentlichen Themen wirken. Diese Art von Energie, mit der ich hantiere, ist der Elektromagnetismus, die Funktion der Psychokinese quasi. Das ist eine Art morphisches Feld, in dem die Gedanken außerhalb des Körpers wirken. Materie führt den Befehl aus. Das Geschehen einer solchen Aktivität lässt sich dann nur noch zu 40-60% kontrollieren. Ein Gedanke ist ein Elektron, dieses Elektron hat ebenfalls ein Magnetfeld. Nur ist dieses Magnetfeld eines einzelnen Gedankenelektrons bei den meisten Menschen zu schwach, um einen solchen Einfluss auf Materie zu nehmen. Damit Einfluss auf Materie genommen werden kann, muss sich erst einmal der Elektromagnetismus durch einen biologischen Prozess antrainiert werden. Die elektromagnetische Energie, die normalerweise von lebendem Gewebe ausgesendet wird, sprich sie umgibt uns selbst, ist bei mir durch einen biologischen Prozess stark verstärkt. Indem meine Hände in der Nähe zu einem Zielobjekt gerichtet sind, ist dieses Energiefeld wirklich in der Lage, Objekte zu bewegen. Durch das Austreten der Gedanken, aber auch weitaus mehr komplexere Sachen sind möglich. Diesen physikalischen Effekt könnt ihr auch in anderen Videos von anderen psychokinetisch medial veranlagten Personen sehen. Diese Energie wird stets bei Bewegung freigesetzt.
Die Kombination aus Gedanken und dem elektromagnetischen Feld ergibt die Psychokinese, die sich auf sagenhafte Weise einsetzen lässt. Jegliche Gegenstände werden somit in den Bann des elektromagnetischen Feldes in Reichweite gezogen und lassen sich somit durch den Einsatz und Befehl der Gedanken sowohl der Materie, die es zu guter Letzt ausführt, Objekte bewegen und allerlei beeinflussen. Wer Lust hat, mich anzutreffen und ein paar tolle Dinge sehen möchte, hat die Chance bei mir unter so wenig medialen Menschen. Also hinterlasse einfach einen Kommentar und kontaktiere mich unter meiner E-Mail-Adresse oder Facebook-Seite. Wenn auch du das Wissen und Können zur Psychokinese erhalten möchtest, bist du hier genau richtig, denn dieses Buch beherbergt die Secrets, um den Elektromagnetismus zu erringen. Wenn du mich mit einem Abo auf meinem Kanal unterstützt, erhältst du mehr Sehenswertes und das Buch steht dir umso schneller zur Verfügung. Vielen Dank fürs Schauen des Videos und ciao bis zum nächsten Mal.